Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Steve, DSD Steve. Und gleich wieder im Voraus, ich bin noch erkältet. Sprich, meine Stimme wird sich also immer etwas komisch anhören. So, wir haben letztes Mal zwei neue Monster gezüchtet. Und ja, jetzt gehen wir den umständlichen Weg, aber kein Problem. Gehen das mal hoch. Schauen wir uns mal auf dem Monsterhof ein paar Kleinigkeiten an. Und zwar geht es um die Geschlechter unserer Monster. Haben wir einen Drache, okay? Der ist männlich. Gut zu wissen. Ja, Hahnviper ist auch männlich. Also nur männliche Drachen. Okay, gut. Damit ist wichtig, dass Kampfrex weiblich ist. Unihorn dagegen ist zurzeit absolut irrelevantes Geschlecht. So. Und jetzt gehen wir das erste Mal, ob ich so richtig das wirklich ausnutzen. Ja, die Seherin. DSD-Line, willkommen. Analysier mal mein Kampfrex. Das kostet ja, 20 Gold, kein Problem. Ein süßes Ei. Lassen Sie was plaudern. Hui, das ist sehr gesund. Sag, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Einige Techniken übernommen. Es braucht etwas Zeit, bis es auswächst. Es ist ein Männchen. Mehr kann ich nicht sagen. So, und dann sägen wir das Ganze gleich mal. Ja, 200 Gold. Ist okay. Jetzt ist es weiblich. Und Unihorn. Ein süßes Ei. Lass uns plaudern. Hui, das ist sehr gesund. Sag, dass du ihn verlassen kannst. Es braucht etwas Zeit, bis es auswächst. Das ist ein Männchen. Mehr kann ich nicht sagen. Oh, okay, gut. Unihorn nehmen wir als Männchen. Das ist okay. Ich denke mal, die werden auf Stufe 1 5 Erfahrungspunkte brauchen, beide. Hoffe ich, dass es auf jeden Fall nicht 10 ist. Dass die einigermaßen zügig wachsen. So. Dann brüht mal unseren Kampfrex aus. So, Kampfrex plus 2. Nehmen wir Rexa. Ja, Kampfrex männlich hätte ich einen Rex genannt. So, und dann wollen wir noch Unihorn brüten. Heute machen wir ein Stalker-relevantes Turn übrigens. Da freue ich mich schon richtig. Und den nennen wir Unio. Übrigens, wer weiblich, hätte ich nur Uni genannt. Und zwar Panthergit. Danke, dass du dabei warst. Ich werde dich später auch nochmal wieder brauchen. Keine Sorge, aber nicht jetzt. Und ja, so sieht jetzt unser Team aus. Sieht ganz schön verändert, oder Leute? Als Plan sollen alle auf meinen Befehl agieren. Und noch was anderes. Teleport haben wir noch dabei. Sonst relativ wenig Items. Sieht gut aus, also. Und ja. Machen wir noch dieses Tor. Das sieht jetzt sehr, sehr stockrelevant, wenn wir im Kolosseum und so weiter auch weitermachen dürfen. Und erst wenn wir dieses Tor gemacht haben, dürfen wir auch das andere Tor quasi in dem Raum machen. Werdet das gleich sehen, was ich meine. Seht ihr, das eine ist einfach noch versperrt. Weil wir es ein erledigt haben, dürfen wir das andere machen. Das ist Wutor, genau, das Wutor. Wir hatten mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn wir es nicht packen, mit einmal kein Ding, ziehen wir es einfach von danach weiter durch.
Es hat wie viele Ebenen? 10. Wir haben auch wirklich schön abgehen, weil natürlich mit Level 1 Monster muss ich da nicht hingehen am Ende. Die müssen jetzt wirklich gut trainiert werden. Das ist jetzt wichtig. Ah, vielleicht müssen, kann ich mal ein paar Werte sind noch angucken. Ja, schaut euch mal an, Stärke 46, Abwehr 49 auf Level 1. Das ist schon wirklich heftig. Ja, Geschwindigkeit halt schlecht und Intelligenz, naja. So, und auch Unio hat einen relativ hohen Stärkewert. Geschwindigkeit auch undurchschnittlich, Abwehr und Intelligenz dafür schlecht. Intelligenz schlecht ist natürlich negativ. Ich hoffe, dass sich das noch verändert im Laufe der Zeit wegen den Mana-Punkten. So. Schauen wir, was hier für Monster kommen. Uah, ja. Gift-Ex hat man ja schon. Megawurm ist eigentlich so ein random Vieh und Catfly kann halt so ein Teufel da einfach. Ja, der glaube ich auch Feuer kann, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht ist das Tor zu hart. Ich krieg gerade etwas Schiss, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Gut, ist schon mal einer weg. Oh. Leute, Angst. Habe ich nochmal irgendwie Kraut oder sowas? Ja, hast da wieder Unio geben. Aber danach geht es hoffentlich besser. Wir haben ja dann ein paar Level-Ups dadurch. Dumm, Leute. Gut, Catfly ist weg. Seht ihr, jetzt wird das hier durchaus sogar schon spannend, ne? Wo es einfach kampflos ist. Aber das wird jetzt wohl reichen, dieses dumme, dicke Vieh wegzumachen. Leute, was soll das? Haben die es gerade nicht geschafft? Die war... Was so, ey. Uah. Verdammte Kampf... Giftechse. So, Hexe hat schon mal Feueratem. Kälteatem. Schön. Eis. Ja, Decken. Ist okay. Heil. Schön. Wirklich schön. Antidote, das ist gerade wie gerufen. Oh. Ah, ich hätte gar nicht gehabt, wie viele Erfahrungspunkte notwendig waren für beide. Das ist natürlich blöd. Der eine wird 5 und einer hat 10 gehabt. Hier haben wir 5, hier haben wir 10, glaube ich. Das müsste passen. 5 und 10. Oha, ob wir das mit einmal schaffen, Leute? Also wir brauchen dann auf jeden Fall, bevor wir ins letzte Tor reingehen, mal zwischendurch so einen Priester. Ansonsten werde ich dann einfach ein Flugzeug benutzen und offscreen nochmal den ganzen Weg laufen. Das, weil sonst hat das einfach gar keinen Sinn. Wie sieht das Malerpunkt aus? Nur noch 4. Das ist nicht so viel, habe ich gehört. Gut, dann macht den Rest mal hier Heu mit seinen Mega-Haie. Ich verteile das deswegen auf mehrere Monster, weil die ja beim Laufen Mana-Punkte regenerieren. Und sie macht es halt Sinn, dass nicht nur einer heilt. Ja, wow, Leute. Heftig, heftig, aber wir haben es geschafft. Erster Kampf wurde gewonnen. Na. Seht jetzt, warum man nicht mit allen drei Monster Level 1 sind aktuell sah. Es geht schon da. Nein, nicht auch noch Erzschlag. Das ist doch. Muss das sein? Leute, muss das sein? Ich sehe hier wirklich schwarz für dieses Tor. Die Paarungen waren wichtig. Jetzt werden vielleicht einen denken, warum hast du eine Paarung?
man muss einfach weiterfahren und ich hatte auch keine Lust gehabt, irgendwie Ausbildung zu beeilen. Ich wollte aufnehmen. Aber ihr seht schon, es läuft. Ich brauche einfach ein bisschen Training, also. Und dann könnt ihr das halt auch live sehen. So. Und direkt wieder ein Level up für meine Monster. Und ja, ist doch super. Wieder durch ein. Sieht eigentlich die Werte mittlerweile aus. Stärke 60. 4, 81, geil. Was hat denn eigentlich Holm? Sieht jetzt schon stärker als Holm. Das ist echt cool. Naja, der kann wieder richtig zuhauen. Richtig stark, sage ich euch. Richtig stark zuhauen. Filet. Wow. Wenn man das hier schon finden kann, das ist bestimmt eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit. So, dann die Farben laufen einfach wieder hier. Aber die Monster hier. Oh, Biesttöter, war das ist doch so unerstes, was wir haben. Onihorn ist natürlich ein Biest und das wird auch noch Onihorn angegriffen. Ja, weg mit euch hier. Keine Lust, ey. Wow. Wow. Erste Ebene geschafft nach 10 Minuten. Heftig, Leute, heftig. Aber es wird sich sicherlich bald wieder erlegen, und dann kommen wir zügiger voran. Aber im Endeffekt sei lang gebraucht. Filet? Ich hab vier erhöhte Chancen auf Filet, sind das die Tor? Das ist mir noch nie aufgefallen. Vielleicht auch nur Zufall, aber das ist ja nice. Damit können wir jetzt sogar ernsthaft probieren. Ja, beim nächsten Monster zu klauen. Ich habe ja gesagt, wir könnten, glaube ich, ja, wir könnten Tagebücher sogar schon kaufen. Das heißt, ich würde dann in dem Fall davor das über einen Safe State lösen, weil ich habe ja gesagt, ich kaufe keine Tagebücher, mit denen ich extern einkaufen kann, weil es ist etwas, finde ich, unnötig. Das, zumindest wenn man es via Emulator macht, das so zu tun. Wenn man natürlich das Spiel richtig spielt, dann klar, geht es ja nicht anders, aber. Im Endeffekt läuft es folgt ab, ihr müsst einfach ein 200, für 200 ein Item kaufen. Schnecke. Ja, Schnecke ist so ein Giftinsekt. Oh, jetzt werden die da weitergelassen. Ich fühle mich einfach wie in einem schlechten Film, Leute. In einem richtig schlechten Film. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich will sich hier in so einem random Kampf ernsthaft Fähigkeiten setzen, aber Angst, dass ich sterbe. So lächerlich. Natürlich, genau. Welches greifen alle Schnecke? Oh, konnte nicht abwehren. Schön, Schnecke ist weg, ey, Drecksvieh. Das hat genervt, ey. Boah, 87 Erfahrungspunkte. Danke, danke für so viele Erfahrungspunkte. Das wäre nicht notwendig gewesen. Überhaupt so viel. Spaß. Nee. Aber 92 HP bitte bei Onihorn schon, das ist heftig. Die HP-Werte sind super. Da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, beim nächsten Priester dann, davon wird dann quasi gespeichert. Ich werde euch dann noch den Itemhändler zeigen, der Tagebücher hat. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich schon Tagebücher kaufen könnte. Ja, und das ist so ein Labyrinth. Und so, wenn ihr hier beliebig lang geht. Oh nein, ich lande hier und danach. Okay, wieder hier. Aber jetzt gehen wir weiter. Und da unten ist keine Monster auf. Oh nein, wo geht's nur lang, Leute? Ja, hier kann man, glaube ich, am Anfang stundenlang rumsuchen. Aber eigentlich ist es ganz simpel. Hier ist ja die Ausgangslage. Ihr geht zuerst hier hoch. Geht dann quasi nach links. Und nehmt einfach den mittleren Weg nach oben. Und schon ist es da. Also super relaxed. So.
Das macht einfach jedes Mal, wenn ihr das seht, dass es so aussieht. Weil ihr schon mal gezeigt haben, Leute, tut mir leid. Dass ihr es euch nochmal angucken musstet. Oh, und das langweilt mich. Schnecke, langweilt mich einfach nur so unendlich. Dieses angeweihte Leiden, weil es auch gar nicht eigentlich so cool ist. Weil ich glaube, so den Intelligenzwert, glaube ich, höher ist, funktioniert das gar nicht mehr so richtig. Bin mir nicht ganz sicher, wie es überhaupt funktioniert, diese Attacke. Aber sie ist eigentlich nicht gut. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall später richtig müllig wird, weil es nie funktioniert mehr, wenn Monster so gut werden. Also einfach nicht. Ihr braucht es einfach nicht. Nee. Nee. Das ist Verarsche. Das ist ein Verarsche hier. Ja, manchmal Feueratem. Das ist ein Catfly. Damit ist Feueratem nicht gut. Ich Kälteatem. Das müsste eigentlich besser sein. Ja, solide. So. Also ich bekomme Drexler und Gänsehaut. Das war so klar. Aber sagen, sieht doch hier wirklich noch besser aus. Komm voran, das Team wächst wieder voran. Es wird stark. Mega Heil, jetzt haben wir zwei Mega Heiler im Team. Also ich glaube, Leute, jetzt ist wieder alles nice. Jetzt geht's voran. Der Anfangsschreck ist überstanden. Und wir haben hier ein richtig starkes Team. Hat sich auch die Mana-Punkt-Regeneration an, also. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie die Gänse direkt auf Mana-Punkt zusammen. Ich glaube eigentlich, die Gänse hängen damit zusammen, wie sich die Mana-Punkte regenerieren. Also natürlich geht es darum, wie das Monster agiert. Das ist die Hauptaufgabe, aber ich glaube auch mal drauf mit Mana. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich werde mich da nochmal ganz genau belesen und dann sage ich euch das im nächsten oder übernächsten Part oder so, wie das ganz genau ist. Vielleicht nächsten nicht sofort, weil ich würde wahrscheinlich anschließend gleich den nächsten noch aufnehmen. Das wird nicht gehen, aber in einem der nächsten Parts hole ich es nach, Leute. Versprochen. Ja, richtig viel Erfahrung kommt man ja auch nicht. Also es lohnt sich auch nicht jetzt hier zum Beispiel jetzt danach noch was zu sagen, jetzt machen wir eine Trainingsseason oder so, sondern wir werden ja einfach nur das Dungeon abarbeiten und ja, gut ist. 43 Jahre ist schon wirklich richtig nice. So, Level 9. Ja, und übrigens, sobald diese Level 10 sind, könnt ihr halt direkt wieder weiter verpaaren. Ihr habt den Vorteil natürlich, dass wenn ihr länger wartet, dass es dann mehr Attacken kann, mehr Attacken es auch vererben kann. Ihr müsst also immer ein bisschen darauf achten. Aber der wahre Grund ist auch ein anderer, und zwar mit den Pluswerten. Wenn ihr die Monster immer nur auf den Minimalwert trainiert und dann wieder weiter paart, dann steigt der Pluswert kaum, in der Regel nur um 1. Aber ich habe schon mal erlebt, dass das irgendwie um 3 einmal gestiegen ist. Also vielleicht dreiweise nach oben. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich glaube, um bis zu 4 kann es mit einmal steigen. Und deswegen kann es sich schon lohnen, das Monster doch weiter zu trainieren. Können wir nächstes Mal natürlich immer schauen. Es gibt nämlich immer auch ein Maximallevel, weil die überhaupt steigen können. Das können wir uns ja für unser aktuelles Team noch gerne mal angucken. Also ich habe es vor, mal so zu machen, dass ich immer immer nachdem ich ein Kolosseum gemacht habe, quasi. Oh, jetzt hätte ich hier fast noch nicht Obacht gegeben. Na, Heimann, jetzt bin ich gar nicht in der Holm. Hier nichts passieren kann. Dann machen wir diese Ebene hier noch fertig und ja, dann machen wir auch früher Schluss. So. Onio, Level 11, schön. Technik, Antidote. Schöne Abwehrbeere. Da nehme ich doch gerne mit. Schnecke. Ja, Bahn. Schön, weg. So. 61 Gold nehmen wir gerne mit. Ihr seht also
Der Grund, warum ich keine Lust habe, die Tagebücher zu kaufen, ist der: Mal läuft sie folgt ab, man geht zu dem dämlichen Händler hin, holt exakt ein Tagebuch, was 200 Gold kostet, was nix ist. Wir finden jetzt hier schon mit einmal 61. Später findet man, glaube ich, auch über 1000 mit einmal dann irgendwann mal. Und ja, da muss man mal jeden Dungeon einmal hingehen, das Tagebuch holen. Und das ist quasi Zeit, das war, glaube ich, jedes Mal wie 30 bis 45 Sekunden oder so, die im Let's Play dafür verschwendet wird, dass ich so ein Tagebuch hole. Und davon habt ihr auch nichts. Also lasse ich das. Es geht durch die nächste Ebene. Und ja, wie dann die Ebenen 5 bis 10 ablaufen werden und der Postkampf, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann, euer Steve, Steve und tschüss.